aus. Auf eine abgeschlossene Ausbildung ist das Entscheidende, um überhaupt qualifiziert in Arbeit reinzukommen. Herr Endel, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Wir blicken auf die Poeten. Die sind nämlich zu Gast in Bremen beim Literaturfestival Poetry on the Road. Heute waren sie im Bremer Kippenberg Gymnasium und die vielen Dichter aus aller Welt haben unsere Redaktionspoetin Constanze Hossfeld zu ganz eigenen Reimen inspiriert. Arabisch. Griechisch, Katalanisch. Aus aller Welt kamen 9 Poeten und haben im Kippenberg-Gymnasium in die Aula gebeten. In ihrer Muttersprache haben die Autoren vorgelesen, drum ist nicht alles leicht verständlich gewesen. Aber unter den Künstlern war auch ein deutscher Poet. Ich fange mit was unglaublich Romantischem an. Ein Leuchtfisch in Guss, eiserner Ruhe, ein Leuchtleib sein, ein Ruheis, das auf Wasserkanten schliefe. Dieser Reim hat wahrlich Tiefe, doch ob das jeder gleich versteht, der Dichter erklärt, worum es bei seiner Lyrik geht. Ich arbeite mit der Sprache und gehe dann davon aus, dass die Dinge, die mich bewegen und die mir irgendwie wichtig sind, zwischen den Zeilen schon drin sind. Aber ich habe da keine Message oder sowas, sonst würde ich ja Nachrichtensprecher werden oder irgend sowas. Tiefsinnig muss es also gar nicht sein. Im Vordergrund stehen Wort und Reim. Hey, 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 die Luft, ha, hey, ho, ha, hey, dieser ha, Künstler hey, hey. Kommt aus Holland und ist für seine Performance bekannt. Seine Verse gehen ins Ohr hinein. Da muss doch was dahinter sein. Er ist der Mann, der laufen muss. Wie kommt er nur zu diesem Schluss? In Der Mann, der laufen muss, geht es um die Trennung von meiner Freundin. Ich dachte, ich wäre glücklich darüber, aber ich konnte nicht mehr arbeiten und mich nicht mehr konzentrieren. Also bin ich einfach durch die Straßen gelaufen, ziemlich schnell und stundenlang. Viele Verse behandeln Liebe, Leid und Leben. Kann Poesie jungen Menschen heute noch was geben? Viele Leute sind erstmal stutzig, wenn sie das Wort Poetik hören. Geht mir im Grunde auch so, aber wenn man sich dann darauf einlässt und hier mal an sowas teilnimmt und vielleicht etwas unvorbelastet da reingeht, sieht man schon, dass einige Leute da etwas auf die Beine stellen können. Ich finde es immer so schön, die einfach anzugucken und zu gucken, wie die so das vortragen und reagieren und die Freude, die sie dahinter haben, das finde ich halt dann immer ganz schön. Und dann ist es mir eigentlich auch egal, ob ich das jetzt verstehe oder nicht. Buten Bremen, heik hast net west. Derin hak een soort schon en een soort jet. Auf Friesisch sagten diese Zeilen, er mochte gern in Bremen weilen. Zum Stichwort Bremen und TV reimten andere ungenau. Wenn ich Bremen sehe, muss ich brinnen, aber wenn ich Fernsehen sehe, muss ich puten. Buten und binnen, Puten zerrinnen, Bremen und Fernsehen. Wie wär's denn mit gern sehen? Ja, das Reimen ist nicht immer leicht, weshalb's auch mir jetzt langsam reicht. Mit dem Dichten ist jetzt Schluss. Morgen wieder Prosa. Welch Genuss. Es folgen ungereimt die Nachrichten. Die Kunden der insolventen Bremerhavener Weserbank bekommen jetzt Geld. Das hat ein Sprecher des Bundesverbandes Deutscher Banken gegenüber Buten und Binnen gesagt. Danach laufen die ersten Auszahlungen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken. Alle 2800